Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir sind zurück in Preußen. 1857, der 31. März, fast ein Jahr, tobt nun dieser Krieg, aber langsam ja, haben sich die Fronten soweit geklärt. Meines Erachtens haben die Franzosen einen entscheidenden Fehler begangen. Sie sind hier tatsächlich ja einerseits zwar durchgebrochen, aber was nützt ihnen das? Sie müssen Schlachten gewinnen. Das Rückerobern von Provinzen ist zwar ehrenvoll, von bayerischen insbesondere, aber am Ende führt das dazu, dass wir hier uns reorganisieren können und dass wir sie einschließen können und den richtigen Zeitpunkt zum Angriff auf ihre beiden großen verbleibenden Armeen wählen können. Das ist genau das, was ich jetzt vorhabe. Wir werden erstmal diese, der Rest der 6. Armee mit dem Rest der 7. Armee zusammenlegen und dann uns hier um die Armee hier in Würzburg herum gruppieren. Das erste Korps von Michael von Hessen-Kassel unter Michael von Hessen-Kassel. Das bringen wir, tja, wohin? Nach Fulda. Während wir das 5. Korps nach Gotha bringen. Da können sie beide versorgt werden. Hier unten wird noch weiter gekämpft. Aber mit diesen drei Armeen im Notfall ziehen wir die noch heran. Also 2 plus 1 sollten wir 43.000 doch besiegen können. Zumal sie ohne Kavallerie und ohne Artillerie sind. Da müssten wir einen entscheidenden Vorteil haben. Hier unten ist die 5. Armee jetzt auch wieder verfügbar. Wir greifen jetzt mal hier die Reste von Parma und Toskana an. Die Sachsen sind fleißig dabei, hier Prag noch zu belagern. Es könnte sein, dass die Franzosen hier möglicherweise die Sachsen angreifen werden. Das wäre uns auch nur recht. Und dann der nächste und letzte Vorteil ist, hier sind immer noch die Dänen und die Hannoveraner in relativ voller Stärke aktiv. Sie werden demnächst hier Holland voll besetzt haben und auch dann werden sie beginnen, keine Ahnung, vermutlich nach Frankreich zu marschieren. Also das sieht alles ganz gut aus, muss man einfach mal so sagen. Beobachten wir weiter, wo die Franzosen hinziehen. Schauen wir, vielleicht können wir auf dem Weg im Übrigen. Das zweite Korps steht hier auch noch, meine Herren. Die haben wir auch noch zur Verfügung. Ganz übersehen. Aha, und hier ist auch noch der Rest der 16. Armee, aber mit dem wären wir auch noch locker fertig. Das sollte kein Problem sein. So, da haben wir diesen Überrest der nach Frankfurt geflohenen Armee vernichtet. Hier sind 12.000 und die kümmern wir uns, wenn wir ein bisschen mehr Organisation gewonnen haben. Hier unten sind noch Württemberger. Und hier ist die Belagerung natürlich gleich beendet. Insofern werden die Franzosen auch weiterziehen. Da wird es interessant sein, wohin sie ziehen werden. Und hier sind auch noch bayerische Soldaten. Aber wie gesagt, das sollte eigentlich alles kein Thema mehr sein. Jetzt ziehen sie nach Süden. Nach Heilbronn. Darauf müssen wir natürlich entsprechend reagieren. Oh, die sind aber jetzt doch stark wieder angewachsen. Die beiden Armeen hier. 42.000. Okay. Bringen wir sie runter nach Kaiserslautern. Und vielleicht lassen wir sie hier in Fulda, während das erste Korps dann sich doch erstmal um diese 12.000 in Darmstadt kümmert. Jetzt bloß nicht nervös werden. Hier sind 35.000 Franzosen und die fliehen hier vor uns nach Aussig. Mal sehen, dann werden wir versuchen hier nachzusetzen. Karlsbad soll befreit werden. Okay. Hier kommt es jetzt erstmal zur... Aha, in Sigmaringen haben wir gewonnen. Sehr schön. Und dann bringen wir unsere Truppen... Oder wir lassen sie erstmal in Sigmaringen verschnaufen und beobachten weiter, wo die Franzosen hinziehen wollen. Nach Mannheim derzeit. Gut. Das dritte Korps steht da etwas verloren rum. Die sind auch schon sehr, sehr, sehr angeschlagen. Bringen wir sie nach Aschaffenburg. Das geht in Ordnung. So, langsam zieht sich die Schlinge zu um die 7. Armee. Ich bin mal gespannt, ob sie hier irgendwo offensiv agieren werden. Ach, hier sind auch nochmal wieder 17.000 aufgetaucht. Okay, mit denen werden wir sicher fertig. Da wird die 6. Armee eingreifen. Sind... Oha, das ist eine Armee mit Kavallerie und so weiter. Die sollte man vielleicht etwas ernster nehmen.
da bringen wir dann doch das dritte Korps vielleicht hin. So, und hier greifen sie tatsächlich jetzt ein. In Darmstadt. Gut, dann müssen wir uns auch nach Darmstadt bewegen. Und insofern ist zu überlegen, mit welcher Armee. Vielleicht mit dem zweiten Korps her. Da können wir helfen. Das sollte reichen. Und zur Sicherheit ziehen wir hier nochmal nach Frankfurt, um dann im Notfall helfen zu können. Gut. Ach, hier können wir nicht baden. Haben wir keine Durchmarscherlaubnis. Versuchen wir es doch nochmal. Das werden sie nicht akzeptieren. Immer noch nicht. Na gut, dann müssen wir tatsächlich hochziehen. Okay, und wie sieht's hier aus? Ach, die haben uns umgangen, haben Katze und Maus gespielt. Dann gehen wir mal gegen die Bayern vor. So, jetzt sind hier 54.000 Franzosen. Jetzt sollten wir doch zusehen, dass wir da rechtzeitig ankommen, um uns wehren zu können. 63 gegen 50.000. Genügt das? Wir sind leider im Angriff über eine Brücke, aber das sollte doch machbar sein. Der Gegner hier nur mit Infanterie, das sind alles diese Reservetruppen. Ich glaube, da sollten wir uns keine Sorgen drüber machen. Das müsste möglich sein. Achso, die wollte ich ja dort nicht hinsetzen. Ja, alles klar, aber da wollte ich das Korps hier hinschicken. Das machen wir dann auch. Und ihr müsst nordwärts ziehen, um Baden zu umgehen. Dann zieht man nach Fulda. Okay, jetzt diese Schlacht wird entscheidend sein, meines Erachtens, weil sie vermutlich sehr verlustreich sein wird und viele Punkte bringen wird. So, Heilbronn, da haben sich offenbar gerade welche gebildet, eine neue Armee. Und das sieht ganz gut aus für unsere Seite. Das sieht ganz gut aus. Aber hier sind schon wieder 38.000 Franzosen. Also so einfach wie gedacht geht es vermutlich doch nicht. Naja. Vielleicht machen wir Folgendes. Vielleicht werden wir den vierten Korps jetzt hier nach Dresden bringen, um dann uns mit der 8. Armee zu befassen. Ich glaube, die brauchen wir hier sonst nicht weiter. In Aschaffenburg stehen die schlecht, wie es aussieht. Sie werden nicht ausreichend versorgt. Ziehen wir uns etwas zurück. Okay. Und hier werden sie auch nicht ausreichend versorgt. Gehen wir mal nach Kreuznach. So, und diese Schlacht. Oh, große Entdeckung. Ist geschehen unterdessen noch Luftbakterien und Antiseptika. Die Entdeckung von Luftbakterien und die Entwicklung von Antiseptika revolutionierte die Behandlung von Krankheiten. Offene Wunden waren nicht mehr gleichbedeutend mit Amputation oder dem Tod. Infektionen und sogar Fieber konnten nun medikamentös behandelt werden. Heeresverlustquote -5%, Militärkrankenhäuser und Bevölkerungswachstum. Sehr schön. Gut. Wie sieht es denn hier aus? Die Schlacht von Weimar ist verlustreich gewonnen worden. Der Gegner zieht sich zurück und wir ziehen nach Chemnitz. Ach, das ist ja auch nur eine Reservearmee. Friedensangebot von Niederlande, klar. Jetzt sehen sie natürlich überhaupt gar keine Chancen mehr. Aber darauf lassen wir uns nicht ein. Wir brauchen natürlich das als Unterpfand für die Verhandlung mit Österreich. Das hilft nichts. So, die Schlacht von Darmstadt ist mit großer Überlegenheit gewonnen worden. 33.000 Franzosen wurden besiegt. Sehr erfreulich. Und wir müssen hier kurz die Armeen voneinander trennen. Schicken wir das erste Korps. Ja, wohin? Nach Fulda. Okay. Gut, und die Osmanen, die breiten sich hier weiter aus
auf Kosten von Ägypten. Gut, hier ist Karlsbad gleich zurückerobert. Aber vielleicht können wir das sogar noch verhindern, indem wir, das werden wir nicht schaffen mit 96%. Ich möchte schon noch warten, bis der vierte Korps hier anwesend ist. Und mit der fünften Armee, die ist nicht besonders stark hier anzugreifen, das erscheint mir nicht gut. Das erscheint mir nicht gut. Okay. Dann müssen wir das so hinnehmen. Ja, Karlsbad ist befreit. Jetzt marschieren sie gern Aussig. Aber wir warten noch ein bisschen. Wir greifen sie dann in Aussig an. Das ist schon okay. Hügelgelände. Naja. Wir machen noch einen kleinen Abstecher nach Weimar. Versuchen noch die 3000 zu vernichten. Und schauen uns derweil mal den Kriegsstand an. Wir sind bei immer noch minus 53%. Naja, das dauert noch ein Weilchen, ehe wir hier wirklich substanziell nach vorne kommen. So. Hier ist gewonnen worden. Dann ziehen wir hier gleich weiter gegen die 6000. Hier ist noch eine große französische Armee, aber ansonsten geht das eigentlich jetzt. Dann ziehen wir mit denen, glaube ich, gegen die 8000 vor. Dafür fällt Prag gleich immerhin, das ist doch erfreulich. Oh ja, in Saarbrücken die nächsten 12000 besiegt. Die fliehen sogar in die falsche Richtung dann. Sehr schön. Geben wir ihnen ein bisschen Ruhe und dann greifen wir hier in Kaiserslautern an. So, ich hoffe, die Bayern konnten wir jetzt vollends besiegen. Dann ziehen wir nach Karlsbad und von dort dann greifen wir koordiniert die 8. Armee an, wenn sie in Aussicht ist. Das ist schön. So, habt ihr euch hier langsam erholt? Ja, es geht so. Okay, jetzt ist der Zeitpunkt, glaube ich, gekommen. Am 28. Mai, das wird nochmal eine große Schlacht, 31. Ja, das ist soweit in Ordnung. Mal sehen. Das ist jetzt schon wichtig. 55.000 gegen 35.000. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Prag ist zumindest gefallen. Das ist erfreulich. Und ich denke, mit den 34.000 werden wir jetzt hier in Kaiserslautern angreifen. So. In Trier ist gewonnen worden. Die Armee braucht Ruhe. Und in Saarbrücken. Erstmal ist die Schlacht von Mainz gewonnen worden. Und in Saarbrücken, oh, die 36.000 ziehen, sind hierher gezogen. Das ist natürlich, okay, da müssen wir hier mit diesen 47.000 eingreifen. Aber dann sollte das wirklich kein Problem und machbar sein. Jede große Schlacht, die wir gewinnen, ist ganz in unserem Sinne. Hier sieht es auch ganz gut aus, obwohl der Gegner eingegraben ist und schwieriges Gelände ist. Trotzdem sind wir hier offenbar am Gewinnen. Vermutlich wird es wieder ein verlustreicher Sieg. So, Österreich schickt ein Friedensangebot. Das schauen wir uns mal an. Bayern aus der Einflusssphäre, Sachs-Meiningen erwirbt Bayerisch-Sachsen-Württemberg aus Einflusssphäre. Oh! Das ist ja interessant. Das ist das komplette Programm. Ich meinte, dass Sachsen-Meiningen Bayerisch-Sachsen erwirbt, ist für uns völlig egal, weil wir anderes vorhaben. Wir wollen das Kaiserreich gründen. Insofern, ja, das werden wir nochmal ablehnen, weil wir da unnötig Rufpunkte verlieren durch diese Aktion. Das werden wir aber jetzt anders verhandeln. Wir schlagen den Frieden vor, ohne diese Geschichte mit Sachsen-Meiningen. Wir werden sowieso zukünftig ein großes deutsches Kaiserreich haben. Das ist unser Ziel. Und insofern sind wir tatsächlich hier, wow, wer hätte das gedacht, angekommen. Wir schicken unsere Forderung ab.
Frankreich ist damit auch besiegt in gewisser Weise. Hervorragend. Bayern aus Einflusssphäre, Württemberg aus der Einflusssphäre und Elsass, Lothringen ist jetzt preußischer Besitz. Leute, der Krieg ist zu Ende. Nach über einem Jahr, irgendwann im Mai 1856, hat er begonnen, im Juni 1857, ist er zu Ende gegangen. Und wer hätte das gedacht, dass das jetzt hier erfolgreich so laufen wird und dass es so ein Wandel auch in der Geisteshaltung unseres Königs eintritt. Aber das ist einfach aus der Dynamik der Situation entstanden. Und was wir jetzt hier gemacht haben, ist quasi das, was historisch in zwei Kriegen erfolgt ist. Erstens der Krieg gegen Österreich, die Vorherrschaft über Deutschland zu erringen, Österreich gewissermaßen aus dem Spiel zu nehmen. Und zweitens der Krieg gegen Frankreich, der ein Extrakrieg war. Und das waren zwei der drei Einigungskriege. Gegen Dänemark brauchten wir nicht kämpfen, das haben wir friedlich organisiert. Und diese beiden anderen Kriege haben wir in einem Krieg jetzt erledigt, sodass eine Entscheidung jetzt machbar ist. Und ich denke, die sollten wir nicht weiter hinausschieben. Ein dreifaches Hurra auf Deutschland. Durch direkte oder indirekte Kontrolle der vielen Fürstentümer, Herzogtümer und freien Städte, aus denen das Deutsche Reich besteht, können wir unser Volk in einem einzelnen Staat vereinigen. Ein dreifaches Hurra auf das Deutsche Kaiserreich. Puh, Leute, so sieht es jetzt aus. Kurz und schmerzlos. Ging dann doch viel, viel schneller als erwartet. Und damit, und da gibt es sicher einige, die darüber traurig sind, ist Preußen gewissermaßen für uns erstmal Geschichte. Preußen gibt es noch als Teilstaat dieses Deutschen Kaiserreiches. Offiziell gibt es ja noch die Krone des Königreiches Preußen. Aber wir als Verantwortliche hier, wir steuern jetzt das Deutsche Kaiserreich. Und ich finde, das ist ein schöner Abschluss jetzt dieser Staffel. Und das bedeutet einige Veränderungen. Denn nun müssen wir eine ganz neue Politik definieren, ganz neue Ziele definieren. Wir müssen uns um ganz viele neue Regionen, Provinzen kümmern, schauen, was da so los ist. Wow, unsere Militärmöglichkeiten sind auch enorm gestiegen. Wir müssen den Haushalt wieder in Ordnung bringen. Wir sind in der Rangliste, das können wir uns auch anschauen, jetzt hier mit einem Schwung durch diesen Krieg auf Platz 2 gerückt. Zwar mit deutlichem Abstand auf Großbritannien, aber wir haben Frankreich und die USA überholt. Ich glaube, nur Frankreich war vor uns. Die USA ist jetzt aufgestiegen, weil Frankreich verloren hat. Und Österreich ist jetzt rapide abgesunken. Oh Gott, sie sind jetzt eigentlich bedroht, keine Großmacht mehr zu sein. Ich glaube, wenn das weiter so geht, dann werden sie hier herausgedrängt aus dem Kreis der Großmächte. Ich vermute, die Holländer werden dann hier wieder dabei sein. Wir können eigentlich hier mal nach Rang auflisten. Genau, wir sehen, oh, Japan. Japan spielt auch eine Rolle und Holland. Österreich ist schon eigentlich ganz weit unten. Wo sind die denn? Hinter Dänemark nach Prestige zurückgedrängt oder insgesamt zurückgedrängt. Also, Österreich wird aus dem Kreis der großen Acht herausfallen und es wird möglicherweise Japan werden, möglicherweise Holland. Wir werden es sehen. Also, interessante Entwicklungen stehen hier unserer Geschichte bevor 1857. Wir sind also historisch um 14 Jahre gewissermaßen der Zeit voraus. Nun gut, wir werden sehen, was noch alles so passieren wird. Erstmal, wie gesagt, die Staffel beendet und schaut in den Programmkalender, dann seht ihr, in etwa einer Woche geht es weiter. Also, bis dann, macht's gut, euer Steinbein.